Hallo Leute, willkommen zum nächsten Part von Final Fantasy 7. Wir machen weiter jetzt mit Aerith. Wir sind im letzten Part haben wir den Airbuster-Soldaten umgebracht und auch so kurz. Der Kampf ging, glaube ich, nicht mal eine Minute. Und jetzt machen wir mit Aerith weiter. So treffen wir uns also wieder. Erinnerst du dich nicht an mich? Hab dich noch nie gesehen. Ich hätte du hast vergessen. Aber ich verzeih dir, weil du die Blumen von mir gekauft hast. Sag mal, hast du irgendwelche Substanzen? Oh, etwas. Heutzutage kannst du überall Substanzen finden. Aber meine ist was Besonderes. Taugt zu absolut nichts. Taugt zu nichts? Du weißt wohl nicht, nur nicht, wie man sie benutzt. Doch, ich weiß es. Sie hat einfach keine Wirkung. Ich fühle mich sicher, wenn ich sie habe. Es gehörte meine Mutter. Hör mal, ich würde gerne etwas besprechen, falls du dich stark genug dafür fühlst. Du dich stark dafür, Alter. Ich werde die Übersetzung diesmal schon so krass. Nach allen treffen wir uns also hier wieder, okay? Von mir aus. Du wartest hier, ich muss nach meinen Blumen sehen. Bin gleich wieder da. Nur ein wenig länger. Oh. Jetzt, wo du das erwähnst, noch nicht. Wir haben uns einander nicht vorgestellt. Oder? Ich heiße Aerith. Genau, das ist auch noch so ein Ding, was ich bis heute nicht verstanden habe, warum man Aerith auf Aerith geändert hat. Ich werde sie natürlich jetzt Aerith lassen. Ich bin Aerith, das Blumenmädchen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Ryosuke. Was machst du? Ich bin ein Mann für alle Fälle. Oh, ein Mann für alle Fälle. Naja, für alle Fälle. Nicht Spaß. Ja, ich mache alles, was er dir liefern muss. Das ist so lustig, worüber lachst du? Wahrscheinlich denkt sie dasselbe wie ich gerade eben. Entschuldigung, es war nur... Tut mir leid, schlechtes Timing von mir. Ryosuke, ignoriere es doch einfach. Mach dir um mich keine Sorgen. Sag mal, Ryosuke, warst du jemals ein Leibwächter? Du übernimmst wirklich jeden Job, stimmt's? Ja, stimmt. Dann bring mich hier raus, bring mich nach Haus. Okay, mache ich, aber es wird dich einiges kosten. Also lass mal sehen. Wie wär's, wenn ich einmal mit dir ausgehe? Das finde ich auch lustig, der sagt dazu ja nichts, gell? Der geht echt auf dieses Date ja ein. Ich weiß nicht, wer du bist, aber... Du kennst mich nicht. Ich kenne dich. Oh ja, ich kenne dich. Diese Uniform. Hey Schwesterchen, seltsam, was? Sei still, du Shinra-Spion. Reno, soll er kalt gemacht werden? Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich will hier keinen Kampf. Ihr ruiniert die Blumen. Das ist auch so eine Sache. Man kämpft hier nämlich nicht gegen Reno im Original. Man kämpft gegen Reno erst beim ersten Mal beim Reaktor oben. Der Ausgang ist dort drüben. Waren Makori open. Ja, in Ordnung. Zurück an die Arbeit. Zurück an die Arbeit. Oh. Und tretet nicht auf die Blumen. Hey, Reno, du bist gerade auf sie getreten. Sie sind alle ruiniert. Ich liebe sowas von den Turks, das Theme. Das ist so geil mit diesen Schnipsen. Hammer viel. Ah, da fällt mir gerade was ein. Substanzen.
Cloud kriegt den Titanreif, sie kriegt den Eisenreif. Und sie... Ah, verdammt, das geht hier leider nicht. Die bekommt die Substanzen von Ding... von Tifa. Der Cloud hat ja noch seine. Den gebe ich jetzt... auch ein wiederherstellen. Was sind sie da drüben? Yosuki, da! Ich weiß, es sieht nicht so aus, als würden sie uns gehen lassen. Ja. Die schwarzen Geister gibt es ja eigentlich sowieso nicht im Original. Die sind ja totale Erfinder von Remake. Was sollen wir tun? Sie dürfen uns nicht erwischen, oder? Da bleibt nur noch eins. Eris hier entlang. In Ordnung, ich werde sie aufhalten. Okay, pass auf, dass sie nicht durchkommen. Die Alten entkommen. Angriff! Angriff! Ah. Eris! Weißt du, wir haben sie getötet? Sie hätten eben keinen Widerstand leisten sollen. Yosuki, Hilfe! Verdammt! Was ist das? Warte mal einen Moment. Das ist halt auch so ein Ding, diese ganzen schwarzen Geister, die gibt's halt eigentlich gar nicht. Im Original zumindest ist jetzt so. Ich finde auch, die schwarzen Geister sind so ein Ding, was ich im Remake nicht mag. Was ich jetzt beispielsweise geil finde im Remake, was es hier auch nicht geben wird, ist dieses Turnier in Walmart. Das finde ich gut. Dass da auch dieses kaputte Haus kommt, was nachher hier einfach so ein normaler Gegner ist. Das finde ich beispielsweise richtig gut im Remake. Ich glaube, das war's für uns, gell? Was? Das war's? Ja, das war's fast. Danke, Ryosuki. Jetzt bin ich gerade überlegen, was war das nächste Fass? Ich glaube, das noch hier. Entweder das oder das andere Fass nach rechts. Ich muss jetzt auf jeden Fall warten. Ah! Ja, das war noch. Dann war's das hintere Fass. Warte mal einen Moment. Wo ist das Fass? Ich glaube, das Fass war's, oder? Ja. Danke, Ryosuki. So. Und jetzt ist das hinterste Fass dran. Ryosuki, Hilfe! Warte mal einen Moment. Ja. Ist nämlich nur dieses eine Fass, was einfach gar nichts bringt. So, und das war's schon. Jetzt muss ich nur warten, bis er das endlich mal rüberspringt. Hopp. Er ist hier dann. Und sie bleibt hängen, wie jedes Mal, wenn ich stimme. Jedes Mal passiert das, ey. Sie suchen schon wieder nach mir. Soll das heißen, sie sind nicht zum ersten Mal hinter dir her? Nein. Das sind die Turks. Die Turks sind ein Verband innerhalb von Sinra. Sie halten nach möglichen Kandidaten für Soldat Ausschau. Die halten nur Ausschau? So gewalttätig wie die da rangehen, dachte ich, die würden jemanden entführen. Nebenher sind sie eine Menge schmutziger Geschäfte verwickelt. Spionage, Mord, was man sich nur vorstellen kann. Sie sehen ganz danach aus. Aber warum sind sie hinter dir her? Das muss doch einen Grund geben. Haben. Nein, eigentlich nicht. Sie glauben wohl einfach, ich hätte das Zeug dazu, in Soldat einzutreten. Das stimmt ja vielleicht sogar. Möchtest du eintreten? Ich weiß nicht. Aber was ich ganz bestimmt nicht will, ist diesen Leuten in die Hände fallen. Also dann gehen wir. Ist auch so geil. Wenn sie so gut wäre als Soldat, jetzt mal abgesehen von der Passage, was jetzt gleich kommt, dann bräuchte sie doch auch kein Leibwächter, oder?
Warte, du sollst warten, habe ich gesagt. Und wenn man jetzt denkt, das habe ich jetzt innerhalb von vielleicht 5 Minuten gemacht, im Original, im Remake braucht man dafür beinahe eine halbe Stunde. Langsam, langsam, verlass mich nicht. Komisch. Ich dachte, du wärst ein richtiger Typ für Soldat. Ach, du bist wirklich schlimm. Hey, Rizuki, warst du jemals einer von Soldat? Früher mal, wie bist du darauf gekommen? Deine Augen, sie haben eine eigenartigen Glanz. Das ist das Zeichen deren, denen Mako eingeflößt wurde. Das Kennzeichen der Mitglieder von Soldat. Aber wie konntest du das wissen? Ach, nur so. Nur so. Klar, nur so. Komm schon, lass uns gehen, Leibwächter. Naja, später erfährt man ja ein bisschen mehr, weil sie kennt noch jemanden mit solchen Augen. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich den Soundtrack feier? Puh, endlich geschafft. Und jetzt? Mein Haus ist da drüben, da die bevor er kommt. Ah, wobei, speichern sollte ich vielleicht doch. Und vorher kommt ein Kampf. Kommt das Haus? Kommt das Haus? Kommt das Haus? Kommt das Haus? Verdammt, das Haus kommt nicht. Ah, verdammt, ich habe mit RS. Oh, ich habe mit RS nochmal einen Angriff gemacht. Das ist total dumm. Die hat überhaupt keine Angriffsstats. Wenn ich Glück habe, tötet es trotzdem ein. Ja, immerhin. Das lag jetzt nur daran, weil ich dich schon mit Blitz eingegriffen habe. Ne, ich lasse mir gerade den Limit-Break, falls jetzt das Haus kommen sollte. Das Haus kann schon ein bisschen nervtötend sein. Klar, mit Feuerhaus ist schon ganz schön schnell kaputt, aber... Ach, verdammt, ich muss speichern. So. Speichern. Ich mache mir jetzt einen zweiten Speicherplatz, weil, wie gesagt, ich habe vorher das Schiss gehabt, dass sie den Part nicht aufgenommen hat, so dass ich immer einen zweiten Spielstand habe vom zwischen Part und Part, dass ich das auch im Nachhinein nochmal aufnehmen könnte, so Not. Kommt jetzt das Haus? Kommt das Haus? Nein, das ist wieder nicht das Haus. Das sind diese blöden Banditen. Ah, okay, hat gewonnen. Zermalmen. Bonsai, würde ich sagen. Stirb! Bonsai wieder erhalten. Lass mich doch nicht einfach so beklauen, sondern nur noch 50 Leute. Der Typ in den Rohr ist sonderbar. Egal was man ihn fragt, er antwortet mir nur mit. Dieser Typ ist krank. Muss in die Nähe ohnmächtig geworden sein und irgendwer muss ihm hierher geholfen haben. Das ist er, willst du ihm nicht helfen? Hör mal, ich bin kein Arzt. Nein, ich glaube nicht. Der Mann ist zerstört. Ich glaube, es war die Zahl 2. So, das ist auch so ein Ding. Der ist nachher einer dieser schwarzen Klüften. Ich werde da jetzt ein bisschen vorangreifen von der Story her. Boyo hat viele Klone gemacht. Und er ist halt auch einer davon. Nur, dass der seine Kutte nicht mehr anhatte. Boyo hat damals nämlich versucht, viele Sephiroth-Klone zu machen, was ziemlich gescheitert ist. Wird auch teils mit Cloud hat das zu tun, das will ich jetzt natürlich nicht spoilern, weil das kommt nachher im Part noch vor, also über einen späteren Part. Aber ist auf jeden Fall wichtig, wie gesagt, dürft nicht vergessen, das ist ein Cloud-Klon, ein Sephiroth-Klon. Kommt erst in späteren Spielen noch ein bisschen mal vor. Den Rest brauchen wir nicht durchsuchen, das ist nämlich ganz schön öde. Was wichtig ist, ist jetzt hier kurz noch die Items zu holen.
Schutz. Finde auch das ziemlich gut gemacht, dass man das Blumenbeet ein bisschen mehr sieht, also die ganzen Blumen hier. Im Remake finde ich das echt gut gemacht. Auch wenn manche Details total verpixelt waren. Ich bin ja eher auf die PS5-Fassung gespannt. Ich werde es ja dann nochmal durchzocken. Und ich glaube, wenn die Version rauskommt, werde ich das nämlich auch dann streamen. Weil ich glaube, ich werde nochmal das ganze Spiel dann zocken. Also im Prinzip, dieses Jahr gibt es Final Fantasy VII und Final Fantasy VII Remake noch auf diesem Kanal. Ich bin zu Hause, Mama. Beziehungsweise, es kommt auf jeden Fall auf Twitch. Folgt mir auf Twitch. Ich höre jetzt immer wieder. Das ist Ryosuke, mein Bodyguard. Bodyguard, heißt das, dass dir wieder jemand gefolgt ist? Bist du in Ordnung? Du bist doch nicht etwa verletzt? Ich bin in Ordnung. Ryosuke war bei mir. Danke, Ryosuke. Was machst du jetzt? Ist Sektor 7 weit von hier? Ich will zu Tiffas Bar gehen. Ist Tiffa ein Mädchen? Ja. Eine Freundin? Ja. Oh, wie schön. Na, das ist nett. Also Sektor 7, ich zeig dir den Weg. Du spinnst wohl, warum willst du dich nochmal in Gefahr bringen? Eine Gewöhnungssache. Gewöhnungssache? Na, ich weiß nicht, sich von einem Mädchen helfen lassen. Was für ein Sexist. Ein Mädchen, was meinst du denn damit? Und du meinst, du kannst sowas sagen und ich höre mir das einfach an? Mama, ich bringe Ryosuke zu Sektor 7, ich bin bald wieder da. Aber Schatz, ich gebe auf, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, hörst du sowieso nicht mehr. Aber wenn du unbedingt gehen willst, warum gehst du nicht morgen? Ja, du hast recht, Mama. Eris, bitte geh und mach das Bett. Deine Augen glänzen so. Du bist ein Soldat, oder? Ja, zumindest früher einmal. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber kannst du bitte heute Abend von hier verschwinden, ohne Eris etwas zu sagen? Soldat, Eris packt es nicht, wenn ihn noch mal jemand wehtut. Verdammt. Im Prinzip, die teast es ja gerade auch schon an mit den anderen Soldaten. Um zu Sektor 7 zu gelangen, musst du durch Sektor 6 gehen. Sektor 6 ist etwas gefährlich, du solltest dich also heute Abend ein bisschen ausruhen. Ryosuke? Gute Nacht. Oh Mann. Du scheinst ganz schön müde. Ich habe schon lange nicht mehr in einem Bett wie diesen geschlafen. Oh ja, seit damals. Das ist Clouds Mutter. Mensch, wie bist du gewachsen? Ich wette, die Mädchen lassen sich nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Es wäre mir wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Das interessiert mich nicht. So, jetzt geht es rausschleichen. Ich muss eingeschlafen sein. Sektor 7 ist hinter Sektor 6. Ich sollte es alleine schaffen. Verdammt, ich hab's verbockt. Ryosuke, hab gedacht, die Türks kämen wieder. Schlaf ein bisschen. Ja, ich hab das doch früher auch immer so gemacht mit diesen kleinen Schritten. Ja, geschafft. So. Die Mutti ist irgendwie gar nicht mehr hier. Keine Ahnung, wo die pennt. Aber ist ja auch egal.
hat die Hyper? Die hat's auch nicht. Verdammt, wo habe ich nochmal Hyper gekauft? Egal, jetzt holen wir uns erstmal noch. Ah, verdammt, da war doch irgendwas noch mit den Schildkröten-Scheiße. Das habe ich auch schon wieder voll vergessen. Das war nicht so wichtig, aber das gibt's halt. Alles, was Präsident Sinra sagt, ist gelogen. Andererseits kann man diesen Avalanche-Leuten oder wie man die nennt, auch nicht trauen. Man kann das drehen und wenden, wie man will. Am Ende geht es doch nur darum, dass man so sein möchte wie die da oben. Also wem glaubst du? Mir selber. Mich selber lüge ich nicht an. So viel ist sicher. Ist okay. Ich glaube nur, was ich selber sage, mir selber erzähle ich nämlich. Ja, erzähle ich nicht. Ist okay. Genau, hier. Schildkrötenparadies Nummer 1, da habe ich's. Exzellente Weine mit dem Gewissen etwas anhaltender Schildkrötenparadies. Obere Schublade? Mehr. Untere Schublade? Auch mehr. Ja, verdammt. Jetzt muss ich mir kurz das Gelaber von dem Kleinen holen. Ah. So, jetzt findet das keine mehr. Die obere und die untere. Jetzt findet das keine mehr. Die obere und die untere. Verborgene Schublade zwischen den Schubladen öffnen. Hä? 5G. Nehmen. Meins. Meins. Ich hab einfach mal 5G geklaut. Der verkauft mir, glaube ich, noch nichts. Oder? Pass auf, das ist das Gesetz des Hundes, aber dafür brauchst du erstmal Waffen, stimmt? Okay, da bin ich Titanenkreuz. Aber ich hab da eigentlich gerade nicht. Wobei. Nee. Ich brauche jetzt eh erstmal noch nichts. Im Walmart kann ich auch noch Sachen kaufen. Ich glaube, hier waren nur Substanzen. Hoppla. Denk bloß nicht, dass du einfach zu mir kommen und meinen Kühlschrank leer fressen kannst. Hat dir deine Mutter keine Manieren beigebracht? Wollte gar nicht mit dem. Egal, ob du Schrott hast oder Susanne, ist das Land, kannst du alles kriegen. Du hast jede Menge Susanne, warum guckst du das dir nicht genauer an? Ja, okay, dann muss ich irgendwie mal das. Ach, verdammt, echt, kriege ich echt Hyper erst im Bäumen? Hä? Du bist aber ganz schön früh auf. Wie konnte ich dich bitten, mitzukommen, wo ich doch wusste, dass es gefährlich sein könnte? Bist du fertig? Du musst durch den Slum in Sektor 6, um zum Tiefer 7. Himmel zu gelangen. Bring dich hin, komm mit. Keine Chance hat. Das ist halt immer so. Wenn Frauen einen festen Schuss haben, dann hast du keine Chance. Dann musst du damit leben. Wollte gerade sagen, schaffe ich den Durchlauf ohne einen Zufallskampf? Das hat mich jetzt echt gewundert. Kommt das Haus? Ja, da ist das Haus. Das Haus wollte ich unbedingt. So, jetzt kommt der Limit Break. Und one-shotte ich es? Na, das hätte mich nicht mehr. Hätte mich nämlich jetzt auch überrascht. Toll. Ich hau ihm mein Schwert voll ins Dach hinein. Aber trotzdem geht der auf Aerith nur los. Ja, holy moly, der geht ja nur auf Aerith los. Okay, ja. Gut, dann haben wir noch im Video noch mindestens das Haus bekommen. Finde ich gut. Das Haus wollte ich nämlich eigentlich gerne im Video haben. Ja, das ist ja auch ein normaler Gegner. Das ist halt im Prinzip total Liebe gewesen zu den Fans, dass sie das dann noch so als Bosskampf irgendwie gezeigt haben. Weil so random einfach ein Haus als Gegner zu machen, ging ein bisschen schlecht, so wie die das alles aufgebaut haben. Das Tor zum Sektor 7 ist dort drin. Danke, jetzt müssen wir uns also verabschieden. Schaffst du den Weg nach außen allein? Oh nein, was soll ich jetzt machen? Ist das das, was du hören willst? Ist das nicht ein Umweg? Vermute ich schon. Können wir eine Pause machen? Ich kann nicht glauben, dass das hier immer noch ist. Ryosuke, hier.
Welchen Rang hattest du? Rang? Du warst schon bei Soldat. Oh, ich war erste Klasse. Genau wie er. Wie wer? Mein erster Freund. War's dir ernst? Nein, aber für eine Weile habe ich ihn gemocht. Wahrscheinlich kannte ich ihn, wie hieß er? Ist echt nicht wichtig. Und das ist so ein Fehler. Hättest du den Namen gesagt, hättest du vielleicht bei Cloud Click gemacht. Yosuke, wie? Hey, da hinten. Tiffer? Das Mädchen in dem Wagen war Tiffer? Was macht sie? Das sah so eine Bau aus. Warte! Ich gehe alleine nach Hause, geh heim! Keine Chance. Und das fand ich schade, dass sie diesen Track ja geändert haben. Eigentlich ist im Walmart dieser Track die ganze Zeit, aber die haben es ja in so ein Techno-Beat, was okay ist, das hört sich übelst geil an, für diese drei Ganoven gemacht, die ich finde, eins der besten Sachen sind, die neu gemacht worden sind im Remake. Die bringen Humor ins Spiel und sind einfach ein Running Gag und ich mochte die richtig. Also da habe ich mich verpisst vor Lachen, als die gekommen sind. War richtig gut. Dieser Ort ist ganz schön gefährlich, besonders für ein Mädchen. Wir müssen Tiffer schnell finden. Was ich aber trotzdem schade fand, ist, dass dann halt aber der Track für Walmart an sich leider dann geändert worden ist. Und ich fand den Track von Walmart ehrlich gesagt nicht so gut. Ich bin gerade überlegen, da war der Speicherpunkt. So. Ja, bin eigentlich genauso weit gekommen, wie ich mir dachte. Auf jeden Fall, das war's für den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal geht's heißer. Garantiere ich euch. Ciao.